Um den Brandschutz im Fernmeldeamtsgebäude in Reutlingen ist es nach Medienberichten zu einem Streit zwischen dem Landkreis Reutlingen und dem Eigentümer gekommen. Der Landkreis Reutlingen hatte in dem Gebäude Flüchtlinge untergebracht, dabei aber festgestellt, dass die Kellerdecke nicht den Brandschutzbestimmungen entsprach. Der Landkreis sieht hier den Eigentümer in der Pflicht, der Eigentümer den Mieter. Inzwischen hat der Landkreis den Mietvertrag gekündigt und die Flüchtlinge auf andere Einrichtungen verteilt.